Die Küsten eines Landes sind offene Grenzen. Offen für Handel und Tourismus, aber auch für Verbrechen. Um die Sicherheit auf dem Meer zu wahren, haben sich der Bundesgrenzschutz, der Zoll und andere Behörden zu einer Polizei auf See zusammengeschlossen. Sie sind die Küstenwache. Zeigst es aber schon so groß wie ein Wal, hä, Paul? Aber größer als ein Wal. So, jetzt müssen wir mal los. Ach nee, es macht gerade so einen Spaß. Oh, du weißt doch, wie ärgerlich deine Mama wird, wenn wir zu spät kommen, hm? Nur jetzt zieh mal nicht so ein Gesicht. War doch ein schöner Tag, hm? Ja, hallo? Hallo, Marc. Ja, wir sind unterwegs. Jetzt beruhig dich mal. Ich muss den Jungen um 6 Uhr bei dir abliefern, also wird er auch um Punkt 6 bei dir vor der Tür stehen. Ja, ja, tschüss. Achtung, Paul! Paul! Also, das ist wirklich das Letzte. Das ist jetzt das dritte Mal, dass Sie mich diese Woche kontrollieren. Aber ich sag Ihnen auch gerne ein drittes Mal, dass Sie mit diesen geklauten DVD-Playern nichts zu tun haben. Würden Sie bitte meine Frage beantworten, Herr Maslow. Wo kommen Sie heute her? Ich sag Ihnen jetzt gar nichts mehr. Das hier ist reine Schikane und sonst nichts. Das ist doch nicht das erste Mal, dass Sie mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Ach so, ja. Einmal Verbrecher, immer Verbrecher, was? Paul, halt dich hier mal fest. Okay, schön festhalten. Bin gleich wieder da. Geht's wieder. Bis dann. Sieh mal eine an. Lilly, bringst du mal die Liste mit den Seriennummern von den gestohlenen Geräten? Ja, Bingo.
Jetzt. So, Paul, wir haben es geschafft. So, komm mal hoch, komm. Wie geht's dir, Paul? Mir ist schlecht. Das ist bestimmt nur eine Gehirnerschütterung. Das geht wieder vorbei. Das geht wieder vorbei. Tut mir leid, aber ich weiß nicht, wie diese Dinger hier an Bord gekommen sind. Herr Maslow, das sind 3 DVD-Player aus den Überfällen. Ja und? Wollen Sie mich jetzt festnehmen oder was? Die muss der Alrichs hier vergessen haben. Alrichs? Wer ist denn das? Thorsten Alrichs ist Kapitän und fährt für mich. Normalerweise macht er die Touren mit diesem Schiff in das Baltikum. Hören Sie, ich muss eine Ladung in Stralsund aufnehmen und bin schon voll hinter der Zeit. Es kann ja wohl nicht im Sinne der Küstenwache sein, dass mir dieses Geschäft durch die Lappen geht. Da muss man ja am Ende wieder kriminell werden. Na gut. Fahren Sie. Danke. Womit habe ich das verdient? Wir sehen uns ganz bestimmt wieder. Sie hätten Maslow festnehmen sollen. Ich meine, 3 gestohlene DVD-Player beweisen doch endlich, dass er die geklaute Ware im Ausland verkauft. Ja. Aber das beweist noch nicht, wie er vorgeht. Wieso? Seine Frachter laufen doch die Häfen Riga und Stettin an. Und genau in denen ist doch ein Teil der geklauten Ware sichergestellt worden. Damit haben wir noch immer nicht die Leute, mit denen er zusammenarbeitet. Stimmt, genau. Und ich will den ganzen Ring auffliegen lassen. Und was ist mit den Überfällen auf die Elektroläden? Die gleichen doch genau denen, wie sie Maslow vor 10 Jahren selber durchgezogen hat. Das heißt doch noch lange nicht, dass er mit den neuen Überfällen zu tun hat. Oh Mann, ich find's langsam echt frustrierend. Seit Wochen sind wir diesem Maslow auf der Spur und haben immer noch nichts Konkretes. Das wird schon. Gut Ding will Weile haben. Paul? Paul? Nicht einschlafen, Paul. Paul, nicht einschlafen! Weißt du, Paul, auf der Ostsee, da gibt es so viele Schiffe, da können wir gar nicht verloren gehen. Paul. Da ist ein Schiff, Paul. Da ist ein Schiff. Gibt's da was Neues über die W3 Maslow? Ja, vergiss es. Jungs hat diesen Alrichs durch den Computer laufen lassen. Der ist lupenrein, nichts, keine Vorstrafen. Gab's das nicht schon gestern? Wenn der Gruber mir die Gelder kürzt, dann kann ich nicht kochen wie im Grauhotel. Apropos, habt ihr schon gehört? Gruber hat sich Urlaub genommen für ganze 2 Wochen. Das gab's noch nie. Gerüchte sagen, diesmal sogar mit einer Frau. Mit einer Frau? Was für eine Frau fährt mit ihm in den Urlaub? Seine Großmutter vielleicht, was? Nee, sie soll 43 sein, ledig und äußerst attraktiv. Moin. Ach, Würstchen. Ich werde für den Herrn einen Salat Nissoise anrichten. Was ist denn jetzt mit Kalle? Mahlzeit. Mahlzeit. Na? Finfas. Machst du Diät oder was? Ja, wenn du Erfolg haben willst, musst du schlank sein. Auch als Mann. Übrigens, ihr könnt mir gratulieren. Ich bleibe jetzt für immer an Bord der Albatros.
Ich bin doch immer ein guter Sanitäter gewesen. Und mit dem Elas verstehe ich mich genauso gut wie früher. Und die Sache mit seinem Sohn, die ist längst ausgestanden. Und das auch noch. Mein Gott. Dass der Norge jetzt da ist, das heißt doch noch lange nicht, dass sie dich rausschmeißen wollen. Ach, der Gruber will mich doch schon lange weg haben. Mobbing nennt man sowas auf Neudeutsch. Seit meinem Bandscheibenvorfall, da will er mich in Rente schicken. Mensch, Kalle, beruhig dich. Wenn Gruber aus dem Urlaub zurück ist, dann solltest du mal mit ihm reden. So richtig gewundert hat's mich natürlich nicht. Ich hab tolle Zeugnisse. Bin halt ein toller Typ. Das muss hart für Kalle sein. Hast du denn schon mit ihm gesprochen? Nicht wirklich. Aber die Welt dreht sich weiter. Ich meine, die Jungen kommen, die Alten gehen. So ist das nun mal. Ich glaube, dein Tintenfass schlägt dir langsam aufs Gehirn, Alter. Mann, gute Zeugnisse sind nicht alles. Aber worauf es im Leben wirklich ankommt, scheint dir bisher entgangen zu sein. Was meint er denn? Naja, manchmal hast du halt das Feingefühl einer Abrissbirne. Wir haben einen Notruf von einem Fischerboot. Bitte alles fertig machen zur Bergung zweier Schiffbrüchiger. Da vorne ist der Fischkutter. Wir gehen längsseits und übernehmen den Vater mit seinem verletzten Jungen. Sein Kreislauf ist instabil. Wie lange ist er schon bewusstlos? Zwei, drei Stunden. Ich versuchte ihn wach zu halten, aber es hat nicht geklappt. Ist der Hubschrauber benachrichtigt? Ja, müsste längst da sein. Kommen Sie, wenn Sie mit Ihrem Sohn ins Krankenhaus wollen, dann brauchen Sie trockene Kleidung. Kommen Sie. Frank, was ist mit Paul? Wo ist er? Warum beruhigt dich bitte, ist. Er ist noch im OP. Im OP? Was ist denn passiert? Gerade mit dir telefoniert und da... Du hast mal wieder nicht aufgepasst, stimmt's? Nein! Du bist und bleibst verantwortungslos. Warum bist du immer so leichtsinnig? Was bist du nur für ein Vater? Wachkoma, was heißt denn das eigentlich? Sein Schlafzustand mit offenen Augen. Paul kann zwar alles hören, aber nicht reagieren. Es gibt aber auch Menschen, die zurückkommen. Oft nach Jahren. Hier, von der Landespolizei. Gestern gab es einen erneuten Überfall. Diesmal ein Computerfachladen. Wieder dieselbe Vorgehensweise. Die Täter haben nach Ladenschluss einen Termin mit dem Besitzer vereinbart. Angeblich, um ihre Firma mit Computern auszustatten. Stattdessen haben sie ihn überfallen, betäubt und Ware im Wert von 200.000 Euro mitgehen lassen. Vor allem Laptops. Das ist jetzt schon der fünfte Überfall in 4 Wochen. Die werden auch immer da sein. Die fühlen sich sicher. Können sie ja auch. Bisher haben wir nichts gegen sie in der Hand. Naja, es gibt auch eine gute Nachricht. Einer der Diebe ist von dem Opfer gesehen worden. Vielleicht kann er ihn ja identifizieren. Machen Sie bitte mal auf. Duwe, was machen Sie denn hier? Ich möchte eine Anzeige aufgeben gegen die Leute, die mich und meinen Sohn im Stich gelassen haben. Da. Ha? Gefällt's dir? Ja. Was für Leute? Da waren Leute auf einem Schiff, die uns gesehen haben. Die sind einfach vorbeigefahren. Und die sind schuld dran, dass mein Sohn jetzt im Wachkoma liegt. Was denn? Die haben Sie gesehen und sind einfach vorbeigefahren? Ja, natürlich. Da war ein Mann an der Reling gestanden, hat eine rote Jacke mit schwarzen Streifen angehabt. Und ich hab dem noch gewunken und die Drecksau ist einfach weggegangen. Ich hab gedacht, weil er Hilfe holen will. Das ist ein klarer Fall von unterlassener Hilfeleistung. Würden Sie den Mann wiedererkennen? Wahrscheinlich nicht. War viel zu weit weg, nein. Können Sie uns das Schiff beschreiben? Das war so ein kleines Küstenmotorschiff, die so 12, 13 Knoten machen.
Können Sie sich vielleicht an den Namen oder an irgendetwas Auffälliges erinnern? Was haben Sie denn, Herr Duwe? Nichts, Miss Floss, finde ich. Ich habe keinen Namen gesehen, aber ich habe die Reedereifarben habe ich erkannt. Es waren zwei blaue Wellen auf einer gelben Rotte. Das sind doch die Zeichen der Reederei Maslow. Können Sie sich noch ungefähr daran erinnern, wann der Unfall war? Es war um 17 Uhr. Da hat meine Ex-Frau angerufen, die Mutter von Paul. Dann ist passiert. Norbert! Ja? Ich gebe Ihnen was für einen Kreislauf. Wann haben Sie zum letzten Mal was gegessen? Gestern. Wieso? Das habe ich mir gedacht. Sie sind unterzuckert. Kommen Sie, was Sie brauchen, das ist ein ordentliches Frühstück. Ganz nichts. Ja, oder so. Hallo, Paul. Ich bin wieder da. Ich habe dir dein Lieblingsspielzeug mitgebracht. Guck mal, wen ich hier habe. Der Arzt hat gesagt, dass alles wieder gut werden kann. Pass mal auf, bald bist du gesund und kommst wieder nach Hause. Soll ich dir deine Lieblingsgeschichte vorlesen? Hm? Ich hab sie dabei. Nach Duves Angaben hat der Unfall dort stattgefunden. Das war um 17 Uhr, hat er gesagt. Und nicht weit davon wurde auch seine Yacht gefunden. Wann haben wir den Notruf erhalten? Um 20.30 Uhr. Das Fischerboot, das sie gefunden hat, lag etwa 1,5 Meilen südwestlich. Und hier haben wir Maslow kontrolliert. Das war dann so gegen 18 Uhr. Wenn Maslow die Route nach Stralsund genommen hat, dann kann er die beiden hier getroffen haben. Ja, aber aus welchem Grund sollte Maslow vorbeigefahren sein? Angeblich hat das ja ziemlich eilig gehabt. Das fahren wir Maslow am besten selbst. Er wird ja wissen, welche Route er gefahren ist. Dann sollten wir immer auf den Zahn fühlen, wegen dieser Hehlerei-Geschichte. Ja, wie würdest du das anstellen? Naja, wir stecken mal unsere Nasen in seine Frachtpapiere. Na, ist eine gute Idee. Vielleicht finden wir ja was raus. Und sollten wir nicht auch Duwe mitnehmen? Vielleicht kann er dort jemanden identifizieren. Ja. Das ist das Zeichen, das ich gesehen habe. Zwei blaue Wellen auf gelbem Grund. Gehört es dir? Ja. Weißt du, wo wir einen Maslow finden? Papa ist im Büro. Papa. Junge, Junge. Was ist das? Noch eine Unterschrift. Ja, bitte. Guten Tag. Moin. Netter Besuch. Was wollen Sie noch? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich mit diesen DVD-Playern nichts zu tun habe. Diesmal geht es um unterlassene Hilfeleistung. Herr Maslow, das ist Herr Duwe. Er hatte gestern mit seinem Sohn einen schweren Unfall auf See. Sein Sohn hat erhebliche Verletzungen davongetragen. Er liegt jetzt im Koma. Das ist ja furchtbar. Aber was haben denn mein Mann und ich damit zu tun? Herr Duwe hat ausgesagt, dass eines ihrer Schiffe vorbeigefahren ist, ohne Hilfe zu leisten. Die Reedereifarben erkannt. Wo soll das denn gewesen sein? Bei Zingst. Da bin ich gar nicht vorbeigekommen. Wir haben Sie gestern gegen 18 Uhr getroffen. Da waren Sie gerade auf dem Weg nach Stralsund, um noch eine Ladung entgegenzunehmen. Sie hätten also an der Rettungsinsel vorbeifahren müssen. Bin ich aber nicht. Ich weiß, dass Sie mir unbedingt etwas anhängen wollen, aber es tut mir leid. Auch damit habe ich nichts zu tun. Ich habe diese Ladung gar nicht entgegengenommen, weil ich zu spät dran war, wegen Ihnen. Ein anderer hat es mir gemacht. Ich habe dann einen von meinen Leuten nach Hause gebracht, und zwar nach Ahrenshoop. Lügt doch. Sie lügen, ich habe Ihr Schiff erkannt, ja? Passen Sie auf, was Sie sagen. Mein Sohn liegt wegen Ihnen im Koma. Muss ich mir solche Anschuldigungen gefallen lassen?
Was sind Sie für ein Mensch? Herr Duwe, es reicht. Bitte. Was sind Sie für ein Mensch? Herr Duwe, bitte kommen Sie. Warum verhaften Sie den nicht? Der lügt doch wie gedruckt. Das ist nicht so einfach. Bisher haben wir nur einen Verdacht. Uns fehlen die Beweise. Ja, aber ich habe doch das Reedereizeichen erkannt. Aber Herr Duwe, alle Schiffe von Herrn Maslow tragen dieses Zeichen. Sie können meine Aussage gerne überprüfen. Worauf Sie sich verlassen können. Ich gebe Ihnen die Visitenkarte von der Firma in Stralsund und schreibe Ihnen die Telefonnummer von Hein in Ahrenshoop auf. Ich brauche außerdem noch das Logbuch und Ihre Frachtpapiere. Sie bekommen sie natürlich sofort nach Überprüfung zurück. Was soll das? Wozu brauchen Sie die Frachtpapiere? Beruhige dich. Wir haben doch nichts zu verbergen. Hier. Und wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben, dann wenden Sie sich an mich. Ich bin für die Buchhaltung zuständig. Sonst noch was? Ja. Ich hätte gern Kapitän Alrichs gesprochen. Wieso? Was wollen Sie von dem? Was denn? Schon vergessen? Die drei DVD-Player, die wir bei Ihnen an Bord gefunden haben. Sie haben behauptet, die gehören Herrn Alrichs. Herr Alrichs ist gestern mit einer Ladung nach Stettin ausgelaufen. Er kommt erst heute Nachmittag wieder. Gut. Er soll sich sofort bei mir melden, wenn er zurück ist. Dieser Mann hat Dreck am Stecken. Das habe ich mir schon gedacht, als ich den das erste Mal gesehen habe. Wir fangen gerade erst mit den Ermittlungen an. Warten Sie doch erst mal die Ergebnisse ab. Sollen wir Sie nicht wieder mitnehmen? Ich gehe lieber zu Fuß. Ich brauche frische Luft. Herr Duwe, glauben Sie mir, wir werden alles tun, um die Leute zu finden, die Ihnen und Ihrem Jungen nicht geholfen haben. Ich habe auch das Gefühl, dass Maslow lügt. Vielleicht ist das Logbuch ja gefälscht. Das wird sich ja herausfinden lassen. Also laut Logbuch stimmt Maslows Aussage. Und auch sonst sehen die Einträge alle in Ordnung aus. Und bei dir? Hallo, wie sieht es bei dir aus? Auch nichts Auffälliges. Aber ich habe eine Idee. Ich könnte mal in Stettin anrufen und du in Riga. Die sollen uns mal die Ankunftszeiten von Maslows Frachtern durchgeben. Ja, was soll das bringen? Wenn wir ihn schon nicht wegen unterlassener Hilfeleistung drankriegen, dann müssen wir wenigstens versuchen, ihn wegen Hehlerei zu überführen. Du glaubst doch auch, dass er was damit zu tun hat. Dich. Danke. Wie ist es gelaufen? Bestens. Und hier? Was macht der alte Tyrann? Heute war die Küstenwache hier. Sie ermitteln wegen unterlassener Hilfeleistung. Was soll das hier werden? Kleines Kaffeekränzchen oder was? Claudia, ich glaube, dein Platz ist woanders. Danke, Herr Alrichs. Thorsten, ich muss mit dir reden. Wie kommen drei gestohlene DVD-Player an Bord meines Frachters? Was? Erklär mir das. Du mit dem Scheiß, echt? Das soll ich dir glauben, das gibt's auch. Thorsten! Hey! Was macht ihr mit meiner Jacke? Verdammt, bleiben Sie stehen! Sie sollen stehen bleiben! Als Mowgli vor die Ratsversammlung der Wölfe gebracht wurde, sprach Akela, der Vorsitzende. Meine lieben Freunde, ist es richtig, wenn wir dieses Menschenkind bei uns aufnehmen? Wer aber soll es beschützen? Baloo, ein alter Bär, der die Versammlung beobachtet hatte, schlug vor: Ich werde Mowgli die Gesetze des Dschungels lehren, so wie ich sie euren Kindern beigebracht habe. Jetzt kommt deine Lieblingsstelle, Paul.
Paul? Haben Sie einen Beweis? Maslow hat diese Jacke gestern getragen. Maslow war's. Da gibt's doch jetzt wohl keinen Zweifel mehr. Sie hat ihn doch Herr Maslow bestimmt nicht freiwillig gegeben, oder? Herr Duwe, Sie können ja nicht einfach auf eigene Faust ermitteln. Ich will Gerechtigkeit. Für meinen Sohn und für mich. Verstehen Sie das nicht? Wer das meinem Sohn angetan hat, der soll hinter Gitter. Wie viele Jahre kriegt denn er überhaupt? Das hängt davon ab, was wir demjenigen nachweisen können. Moin, moin. Ja, schau mal einer an. So trifft man sich wieder. Können Sie mir verraten, was das gestern sollte? Klauen einfach meine Jacke? Wenn ich Sie noch einmal auf meinem Gelände sehe, dann kracht's. Sie waren's. Sie sind einfach vorbeigefahren. Aber ich habe Ihre scheiß Jacke erkannt und jetzt sind Sie dran. Soll das ein Witz sein? All meine Reedereimitarbeiter tragen so eine Jacke und wer weiß, wer sonst noch alles. Ja, das stimmt. Ich habe auch so eine. Meine Herren, wir führen hier die Ermittlungen. Sie gehen jetzt bitte, Herr Duwe. Wir melden uns bei Ihnen. Sie lassen den einfach so laufen? Das hat ein Nachspiel, das garantiere ich Ihnen. Sie müssen Herr Alrich sein. Ja, Herr Maslow hat mich schon informiert. Es geht um die Route. Aber ich muss Sie enttäuschen. Ich bin ebenfalls nicht an der Rettungsinsel vorbeigekommen. Ja, laut Logbuch stimmt, was er sagt. Ja, dann ist ja alles okay, ja? Können wir wieder gehen. Wie Sie sehen, hat meine Reederei wirklich nichts, aber auch wirklich nichts mit dieser Sache zu tun. Und was ist mit den DVD-Playern, die wir an Bord Ihres Schiffes gefunden haben? Ach das. Maslow hat mir schon erzählt, dass sie die beschlagnahmt haben. Ja gut, ich habe die Teile auf einem Markt in Riga gekauft. Aber woher soll ich denn wissen, dass die geklaut sind? Ach, darum geht's. Sie wollen mir und meinen Leuten unbedingt diese Sache mit dem geraubten Elektrozeugs anhängen, oder? Begreifen Sie doch endlich. Meine Reederei ist in keine krummen Geschäfte verwickelt. Ist doch ein komischer Zufall. Die Schiffe Ihrer Reederei laufen alle Häfen an, in denen Diebesgut sichergestellt wurde. Stimmt. Ist wirklich ein komischer Zufall. Hm? Aber Zufälle gibt es nun mal hier und da. Aber was hat nun das eine mit dem anderen zu tun? Ganz einfach. Vielleicht gab es ja einen Grund, an der Rettungsinsel vorbeizufahren. Aha. Jetzt bin ich aber gespannt, was Sie sich da zurechtgelegt haben. Ich höre. Jemand, der etwas zu verbergen hat und zum Beispiel nicht möchte, dass die Küstenwache auf ihn aufmerksam wird, weil er gestohlene Güter an Bord hat. Sie sind ja verrückt, junges Fräulein. Zingst lag weder auf meiner noch auf Adris Strecke. Das haben Sie doch hier schwarz auf weiß vorliegen. Wir hätten beide einen erheblichen Umweg fahren müssen, um an dieser Rettungsinsel vorbeizukommen. Und jetzt, entschuldigen Sie uns, ich habe wichtigere Dinge zu tun, als Ihre blödsinnigen Fragen zu beantworten. Komm, ehe ich mich vergesse. Wir melden uns wieder bei Ihnen. Klar. Ich erwarte nichts anderes von Ihnen. Paul, wach doch endlich auf. Wie geht's ihm? Du siehst doch, wie es ihm geht. Unverändert. Ich habe mich erkundigt. Weißt du, was die Schweine dafür bekommen, dass sie uns im Stich gelassen haben? Eine Geldstrafe. Höchstens ein Jahr Gefängnis. Manche kommen ganz ohne Strafe davon. Es war ein Unfall, Maren. Ich bin nicht schuld! Ich bin nicht schuld. Moment.
Die lügen doch beide, um sich gegenseitig zu schützen. Fest steht immerhin, dass keiner von ihnen an der Rettungsinsel vorbeigekommen ist. Und Maslow hatte auch gar keinen Grund, mich aufzustoppen. Schließlich hatten wir ihn gerade kontrolliert. Wir kommen von der Containerfirma, wo Maslow was abholen sollte. Stimmt alles, was er gesagt hat. Der technische Leiter hat Maslow den Termin abgesagt. Er hat seine Mitarbeiter nach Ahrenshoop gebracht. Ja, dann bleibt nur noch Alrichs. Aber der war auf dem Weg nach Stettin. Wenn er keinen Umweg gefahren ist. Wie meinst du das? Die Behörden aus Stettin haben uns gerade gefaxt. Demnach gibt es Ungereimtheit mit dem Frachtpapier. Ja, bitte? Frau Maslow? Tag, Küstenwache. Hallo? Mein Mann ist nicht da. Wir kommen nicht wegen Ihres Mannes. Wir haben ein paar Fragen wegen der Frachtpapiere. Ja? Es gibt da einige Unstimmigkeiten, was das Ankommen Ihres Schiffes in Stettin und Riga angeht. Das Schiff ist fast immer ein paar Stunden später im Hafen eingelaufen, als auf Ihren Listen angegeben ist. Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Wissen Sie, bei einer Geschwindigkeit von ca. 10 Knoten fährt man bis Stettin ungefähr 5 bis 6 Stunden. Ihr Schiff fuhr aber 9 Stunden. Immer. Wer hat die Fahrten gemacht, Ihr Mann? Kapitän Alrichs. Können wir ihn sprechen? Nein, er holt gerade die Fracht ab. Wann läuft er aus? So gegen 18 Uhr. Mhm. Vielen Dank. Wir melden uns. Wiedersehen. Tschüss. Samka läuft gegen 18 Uhr nach Riga aus. Gut. Wir legen uns in der Nähe Ihres Liegeplatzes auf Lauer und folgen ihr dann. Wer fährt die Tour? Captain Alrichs. Was mit Maslow? Der hat seine nächste Tour erst morgen. Bist du an diesem Mann und seinem Kind vorbeigefahren? Ja. Ich konnte doch nicht anhalten. Wir waren bis unter die Decke mit geklauten Sachen beladen. Thorsten, dieses Kind. Es wurde schwer verletzt und liegt jetzt im Koma. Woher sollte ich das denn wissen? Auf der Ostsee sind außerdem so viele Schiffe unterwegs. Ich dachte, da kommt doch eh gleich wieder eins. Ich habe das alles nur für uns getan. Das ganze Risiko. Du sagst doch selbst immer, dass du es nicht mehr aushältst bei ihm, oder? Hör zu. Bis heute wird die letzte Tour. Und dann ist Schluss. Danach setzen wir uns ab, einverstanden? Rein mit dir! Tja, ich gehe dann mal. Bitte auch langsam Zeit, ja? Na, seid ihr für euren Ausflug fertig? Ja. Ich habe euch was zu essen gemacht. Danke. Und Apfelkuchen, den magst du doch so. Samka ändert ihren Kurs Richtung Zingst. Na, wenn das mal kein Zufall ist. Da kommt sie ja ziemlich genau da vorbei, wo die Rettungsinsel lang trieb. Wir bleiben außer Sichtweite hinter Ihnen. Kleine Fahrt voraus. Kleine Fahrt voraus. Und, freust du dich schon? Mhm. Aber vorher müssen wir noch tanken, aber wir haben ja noch genug Zeit. Hm? Okay. Du. Ja. Sollen es werden? Kleiner Familienausflug, ja? Was wollen Sie denn schon wieder hier? Hauen Sie ab! Was soll das? Drehen Sie jetzt völlig durch. Wir gehen jetzt angeln. Das habe ich mit meinem Sohn auch immer gerne gemacht.
sind die anderen? Aufgeflogen. Die Bullen haben sie gekascht. Scheiße. Scheiße, Scheiße. Was ist mit unserem Geld? Ja, 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 kriegt ihr. Wenn das Zeug auf dem Schiff ist. Also Tempo jetzt. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Sie haben angelegt. Beide Maschinen stopp. Beide stopp. Wolfgang, ist an der Zeit, dass du mal wieder einen Einsatz leitest, findest du nicht? Muss das sein? Mhm. Du kommst mit. Okay. Hallo, Polizei? Wir stürmen auf mein Zeichen. Verteilt euch. So, das war's, Jungs. Hier, euer Geld. Jetzt! Bitte auch, keine Bewegung! Machen Sie es nicht noch schlimmer. Ja, die Laptops stammen vom letzten Überfall. Kapitän? Ja, Zugriff war erfolgreich. Wir haben Alrichs und zwei weitere Personen festgenommen. Also haben Sie doch einen kleinen Umweg gemacht und sind an der Rettungsinsel vorbeigefahren. Woher sollte ich denn wissen, dass der Junge so schwer verletzt ist? Wie Sie es auch drehen und wenden. Es bleibt unterlassene Hilfeleistung. Und da wäre dann noch eine Kleinigkeit. Hehlerei. Wer hat da mitgemacht? Maslow? Was sagen Sie? An Ihrer Stelle würde ich reden. Es erspart Ihnen einige Jahre. Maslow hat damit nichts zu tun. Er ist unschuldig. Seine Frau hat mir geholfen. Sie hat die Papiere gefälscht. Alles klar. Das war Elas. Frau Maslow hat angerufen. Frank Duva hat Maslow und seinen Sohn entführt. Wir sollen sofort zurück zum Schiff kommen. Gut, dass er kommt. Wir gehen. Eine Geldstrafe. Mein Sohn ist mehr tot als lebendig und so ein scheiß Mörder wie du bekommt eine Geldstrafe. Mein Gott, ich bin unschuldig. Wie oft soll ich Ihnen das noch sagen? Oder glauben Sie wirklich, ich würde an Menschen, die hilflos im Wasser treiben, einfach so vorbeifahren? Du lügst. Dein Papi lügt. Weißt du, es gibt Länder, da tut man den Leuten dasselbe an, wie sie verbrochen haben. Dieben hackt man die Hand ab, Mördern den Kopf. Lassen Sie wenigstens meinen Jungen frei. Ja. Er kann doch nichts dafür. Ja. Bist du noch ein Kind? Ein Kind. Genau wie mein Sohn. Ich gebe euch eine faire Chance, dass es mehr sich um Paul hat. Vielleicht werdet ihr gerettet. Ja. Wir werden erfrieren. Papa, die Küstenwache! In Kajüte, los, runter. Oh. Schneller! Da ist es, Maslows Boot. Aber ich kann ihn und seinen Sohn nicht sehen. Beidrehen, hart Steuerbord. Herr Duwe! Das hat noch keinen Zweck! Herr Duwe, wo sind Herr Maslow und sein Sohn? Bleiben Sie, wo Sie sind, oder denken Sie, ich kann mit dem Ding hier nicht umgehen. Herr Duwe, wir haben die Schuldigen gefasst. Herr Maslow ist unschuldig. Sein Mitarbeiter Alrichs hat alles gestanden. Hauen Sie ab! Ich weiß, was Sie durchmachen. Ein Scheißdreck, wissen Sie! Herr Duwe, ich habe selbst meinen Sohn verloren. Mein Sohn ist tot, aber Ihr Sohn lebt. Und er hat eine Chance, wieder aufzuwachen und ein ganz normales Leben zu führen. Aber dafür braucht er Sie. Ihre Zuwendung. Und keinen Vater, der im Gefängnis sitzt.
Herr Maslow, es tut uns leid. Wir haben Sie zu Unrecht beschuldigt. Ja, ja. Einmal Verbrecher, immer Verbrecher, nicht? Trotzdem danke, dass Sie noch rechtzeitig gekommen sind. Wenn Konrad etwas passiert wäre, dann weiß ich nicht, was... Komm, Conny, wir müssen los. Guck mal, habe ich Geschenk gekriegt. Was? Aha. Wenigstens einer, der die Küstenwache mag, hm? Klar, ihr Boot ist mega cool. Macht 31 Knoten, hat der nette alte Matrosen da gesagt. Was, so schnell? Moin, moin. Moin, moin. Wenn ich groß bin, gehe ich auch zur Küstenwache. Nee, also das wirklich nicht. Du kannst wirklich alles machen. Alles kannst du machen, Conny. Aber du gehst nicht zur Polizei. Das erste Mal, dass Sie mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Ach so, ah ja. Einmal Verbrecher, immer Verbrecher, was? Paul, halt dich hier mal fest. Geht's? Hast du's vor? Okay, schön festhalten. Bin gleich wieder da. Geht's immer. Bis dann. Sieh mal einer an. Lilly, bringst du mal die Liste mit den Seriennummern von den gestohlenen Geräten? Die Küsten eines Landes sind offene Grenzen. Offen für Handel und Tourismus, aber auch für Verbrechen. Um die Sicherheit auf dem Meer zu wahren, haben sich der Bundesgrenzschutz, der Zoll und andere Behörden zu einer Polizei auf See zusammengeschlossen. Sie sind die Küstenwache. Zeigst es aber schon so groß wie ein Wal, hä, Paul? Aber größer als ein Wal. So, jetzt müssen wir mal los. Ach nee, es macht gerade so einen Spaß. Oh, du weißt doch, wie ärgerlich deine Mama wird, wenn wir zu spät kommen, hm? Nur jetzt zieh mal nicht so ein Gesicht. War doch ein schöner Tag, hm? Ja, hallo? Wie geht's dir, Paul? Mir ist
schlecht. Das ist bestimmt nur eine Gehirnerschütterung. Hallo, Marc. Ja, wir sind unterwegs. Jetzt beruhig dich mal. Ich muss den Jungen um 6 Uhr bei dir abliefern, also wird er auch um Punkt 6 bei dir vor der Tür stehen. Ja. Ja. Tschüss. Achtung, Paul! Paul! Also das ist wirklich das Letzte. Das ist jetzt das dritte Mal, dass Sie mich diese Woche kontrollieren. Aber ich sag Ihnen auch gerne ein drittes Mal, dass Sie mit diesen geklauten DVD-Playern nichts zu tun haben. Würden Sie bitte meine Frage beantworten, Herr Maslow. Wo kommen Sie heute her? Ich sag Ihnen jetzt gar nichts mehr. Das hier ist reine Schikane und sonst nichts.